Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Anscheinend hat der Kilian die letzte Runde das Überlebensarsenal beendet. Oder wir kommen erst ins Überlebensarsenal. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall müssen wir unsere Pokémon noch weiter trainieren. Was ist das hier eigentlich? Metroid. Metroid ist das. Können wir da ein Meteoroid? So. Schlechter Metroid-Witz. Und sehr schlecht ausgeführt, aber ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Genau. Das Pokémon habe ich gecheckt und wir wollten da weitergehen. Also bewegen wir uns erstmal diese Wand hier hoch. Ob es hier noch etwas gibt. Ein Haus. Okay, da wird es wahrscheinlich eine Attackenverlerner, Erlerner oder so irgendwas geben. Und deine Scherben mit mir teils kann ich deine Pokémon einige Attacken beibringen. Ja. Schauen wir mal. Einfach mal, was der gute Nick so erlernen könnte. Ah, nee, danke. Dann können wir wieder zurück. Ich glaube, die wollen wir nicht alle bekämpfen. Also lass dem keinen Hyperzahn auf uns bekommen. Ist ja gut. Dann hoffe ich mal, dass wir noch Tränke haben. Wenn nicht, laufe ich gerade wieder zurück und kaufe welche. Also, na, Tränke, ich sage immer Tränke. Einen super Schutz. Irgendwo. Ganz am Schluss. Top Schutz, super Schutz, okay. Ein paar haben wir noch. Sollte auf jeden Fall für dieses Gebiet reichen. So, dann kämpft man gegen uns. Ein Rabautz. Wir haben nur noch eine Kampfattacke. Ach, ich habe gerade gelesen, Nick. Also nicht Schreck zurück. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Dass er nicht zurückschreckt. Also. Lockschaden. Oh, Nahkampf, das könnte weh tun. Ja. Wir haben ja auch noch Stahl im Tipp. Ist gar nicht so gut. Dann kann Wendigo mal ran. Muss ich mal kurz doch was überprüfen gehen. Ich habe mir gerade gedacht, ob es sein kann, dass Wendigo nicht zufällig eine Superattacke da oben lernen kann. Überprüfen wir mal direkt. Also müssen wir Lebensstelle Samenbombe. Was ist eine Samenbombe? Soll ich mal kurz überprüfen? Moment. Also ich glaube, wir bringen es ihm einfach mal bei.
Ups, da muss ich ja dafür hier rein. Warum kann ich gerade nichts machen? So. Dafür müssen wir erstmal schauen, ob wir genug Sterne haben. Weil ich habe keine Lust, dass wir nur noch einen Stern haben. Oder wie die Dinger auch mal heißen. Ich weiß jetzt gar nicht, nach was ich suchen muss. Funkelstein haben wir, Purpurstück haben wir, ein paar Sternstück, 5 Stück. Okay, dann können wir ruhig mal die Samenbombe beibringen. Also auf jeden Fall besser als Rasierblatt. Oh. Nein. Ja. So. So, Wendigo. Und jetzt nichts drücken. Genau, Sambombe. Trifft Gegner mit Blättern, hohe Volltrefferquote. Das sind alles sehr gute Attacken. Und hier haben wir die Sambombe. Ist die Frage, ob das wirklich eine gute Attacke ist, aber die ist auf jeden Fall um einiges besser als Rasierblatt. Ich war mir nicht sicher, ob wenn ich den Anfrage nach der Samenbombe dann quasi die direkt beibringen muss, aber ich hätte auch so überprüfen können, was die kann. Ja, jetzt habe ich sicher selber mal gegoogelt. Jetzt haben wir die Pokémon geheilt. Unser Schutz ist noch aktiv. Da unten gibt es auf jeden Fall noch ein Item. Das war eigentlich gar nicht so wichtig ist. Die Wander-Pokémon, da müsste doch eigentlich Lavados und Zapdos dabei sein. Und dann hätten wir. Warum sind das aber noch 5? Hat Kilian nicht 2 gefangen? Aber Sternstück haben wir noch. Puppelstück haben wir noch 3. Was hat der jetzt verwendet? Manchmal. Oder hat er die einfach so beigebracht? Beutel, ich wollte ja. Ich wollte ja Supertrank wieder benutzen. Nicht Supertrank, Superschutz. Da können wir auch hoch. Dann gehen wir hier einfach mal hoch. Okay, da oben gab es nur Bären, die sind jetzt aber echt nicht wichtig. Aber gegen die zwei kämpfen. Oder wir kämpfen gegen jeden einzelnen. Ist auch okay. So, Flug-Pokémon sind natürlich nicht gerade gut für unseren Nick. Deswegen holen wir Chris rein. Ladungsstoß, Funksprung sollte eigentlich reichen. Agilität ist auch sehr schwachsinnig von Ibitak, ist eher eh schneller als wir. Nein, wir tauschen nicht. Ein Zatu, das sieht man selten. Das sieht man echt selten.
war eins früher eins meiner Lieblings-Pokémon der Silber-Edition. Vogelfänger Ulla ist schon mal besiegt, dann holen wir unbedingt auch gerade mit. Der ist wahrscheinlich auch Vogeltrainer, aber dann können wir eintauschen. Aber vielleicht ist er auch kein Vogelfänger und dann ist ganz gut, wenn wir Nick nicht vornamen, Chris. Und Trachtini. Dann. Das können wir ja gut nutzen. Das ist halt ein Trainer-Pokémon. Ich glaube, Kampf bringt da auch nicht viel. Ich finde es auch. Eigentlich bräuchte ich nur Eis. Obwohl, auch was wäre es ganz schön stark. Es war nicht sehr effektiv, aber es reicht auf jeden Fall aus. Dann können wir auch weitermachen mit auch was wäre. Was bei dem Vieh auch noch so stark ist. One-Hit wird es wahrscheinlich nicht sein, aber zwei sollten gelangen. Oh ne. Das stimmt, ist ja Flug. Ist ja Flugtreffer. Das heißt, Kampfattacken bringen nicht viel. Dann machen wir mal. Erdbeben bringt auch nichts. Finsteraucher sollte auch nicht so viel bringen, aber wir versuchen es einfach mal. Ja, ist ja noch schlechter. Mit Turbo-Tempo treffen wir. Turbo-Tempo treffen wir auf jeden Fall als erstes. Und es sollte besiegt sein. Nee. Ja, dann machen wir noch mal Finsteraucher. Die trifft auf jeden Fall. Den haben wir besiegt, dann kommen wir hier erstmal runter. Ah, hier geht's direkt weiter. Warum hole ich eigentlich immer den falschen Weg? Energieball. Das ist ein guter Attacke, das ist eher für Geist-Pokémon. Eher. Oder für Psycho. Und im Moment Energieball, das ist ja gar nicht Spuckball. Moment. Also war das nicht eine Pflanzenattacke? Schau ich mal kurz nach. Basis-Items, Kampf-Items, Briefe. Die TM müssten hier sein, genau. Energieball, was war das? Festigt die Kraft der Natur gegen den Gegner, dessen Spezialverteidigung sinkt eventuell. Pflanzen, ja, war doch eine Pflanze. Ist ja genauso stark wie Sambombo. Da unten müssten wir lang surfen. Wir gehen aber erstmal nach Norden. Oder auch nicht. Machen wir Chris nach vorne. Da unten können wir auch lang. Ist die Frage, ist Wendigo? Wendigo war eher mehr als Verteidigung als Angriff, aber war es eher psychisch oder physisch?
Weil die Sambombe ist auf jeden Fall eine physische Attacke und der Energieball wäre eine physische. Nein, psychisch wäre Energieball und Sambombe wäre physisch, so. Ladungsstoß machen wir einfach mal Donner. Dann ist er auf jeden Fall weg. Das sieht nämlich aus, als würde er viel aushalten. Und noch ein Seemops. Den können wir auf jeden Fall leicht besiegen. Mit einem Ladungsstoß. So, dann gehen wir erstmal da unten lang. Da wird es ein verstecktes Item geben, ja. Dann gibt es hier nur eins. Ja. Hier ist wieder ein Haus. Das ist wahrscheinlich der Attackenerlerner. Ja, bla bla bla. So ein Leaksup. Weiter dein Progress mit deiner Beschreibung der Pumo noch. Ja, klar. Also ist es für uns uninteressant. Das Pokémon. Wir wollen Beutel. Und zurück auf die normalen Items. Denn wir schauen mal, was es dort oben gibt. Da kommen wir jetzt ins nächste Gebiet. Nee, aber wir finden Sonderbonbon. Kommen wir da noch nicht hin oder kommen wir da auf anderen Wegen hin? Ja, auf anderen Wegen, okay. Karlberg. Da kommen wir am besten mit dem Fahrrad hin. Wo ist das Fahrrad? Warum aktiviert sich unser Fahrrad nicht? Wo ist das? Das ist nicht mehr ausgewählt. Basis-Items. Fahrrad auf Y. So, und hier habe ich doch irgendwo. Ah. Auf A, hier habe ich es hingelegt, okay. Ich weiß nicht, ob ich dem Drang entspreche, aber wir tun es einfach mal. Ein Tauros. Da ist Chris jetzt nicht mehr die beste Wahl. Ein 61er Tauros. Okay, das ist schon mal nicht ohne. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Aber es sollte nur normal sein. Hätte ich am besten Donner benutzt. Ja, das hat keinen Sinn. Komm, wechseln wir. Dann können wir direkt mal unsere neue Attacke testen. Jo, das haut so langsam schon ziemlich heftig rein. Und ist verwirrt. Ah ne, okay, von Vollschöpfung. So, ich denke, verletzt sich jetzt selber oder auch nicht. Oh je.
Das letzte Mal, wo es uns treffen darf. Ich hätte vielleicht doch nicht Aeroas benutzen sollen. Hoffentlich trifft sie es jetzt selber. Komm, verletz dich. Ah. Zum Glück haben wir den Trank benutzt. So, dann machen wir mal kurz hier. Machen wir mal die Kumu-Milch hier. Ah, da oben ist Barry. Dann kann ich ja da Killian rauslassen. Dann machen wir jetzt noch den Kampf hier fertig. Ein Hubbelupf. Sorgensam, was ist das? Urban erhält die Fähigkeit irgendwas, habe ich jetzt nicht gelesen. Flammenblitz. Oh, die sieht schön aus. Ja, das soll es gewesen sein. Oh, stimmt, die macht uns ja eigentlich Schaden. Das war das Problem. Aber wir halten uns da gut ein Stück auch wieder zurück. Schlappohr. Schlappohr. Ich glaube, das soll Schlappohr heißen, nicht Schlappohr. Feuersturm. Haben wir jetzt natürlich keine normale Feuerattacke mehr. Wir haben jetzt nur noch Feuerblitz, womit wir uns selber Schaden machen, und Feuersturm, wo wir nur 5 AP drauf haben. Aber wir haben ja noch unsere Nahkampfattacke und Notfallkraxler, ne? Also ich denke, das geht. Puh. Zum Glück habe ich uns noch weiter nach unten bewegt. So, dann speichern wir hier. Und ich verabschiede mich. Wir sehen uns das nächste Mal. Dann wahrscheinlich schon in der nächsten Stadt. Auf Wiedersehen.